Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Dienstag. Heute Vormittag ereignete sich ein tragisches Zugunglück bei Lübben. Eine Person wurde von einem Zug erfasst und verstarb infolge des Vorfalls. Die Polizei bestätigte den Verdacht, es handle sich um einen Suizid. Da der Zug auf unebenem Gelände zum Stehen kam, mussten die Zuginsassen evakuiert werden. Die Bahnstrecke wurde daraufhin vorübergehend in beide Richtungen gesperrt. Cottbus fungiert als Drehkreuz für die Verteilung der Geflüchteten aus der Ukraine. Heute äußerte sich Carsten Konzak zu den Plänen des Bürgerservice. Es stellt sich die Frage, wie mit den ankommenden Geflüchteten umgegangen wird. Mit wie vielen Menschen aus der Ukraine wird jetzt in der Region gerechnet? Wir erwarten, dass die Anzahl der Menschen aus der Ukraine ähnlich sein wird, wie dann die damals, die aus Syrien gekommen sind im Jahr 2015, 2016. Also wir denken, dass in Cottbus ungefähr 1500 Flüchtlinge aufgenommen werden und im Landkreis Spree-Neiße, wo wir auch für die Ausländerbehörde zuständig sind, knapp 2000 Leute. Wie werden die Menschen hier in Cottbus und im Spree-Neiße-Landkreis registriert? Also wir haben ja zwar ein vereinfachtes Asylverfahren über den § 24 Aufenthaltsgesetz, aber letztendlich müssen die Menschen biometrisch komplett erfasst werden über entsprechende Stationen. Und wir wissen halt, dass die Menschen, die jetzt zu uns kommen, traumatisiert sind, sehr viel durchgemacht haben. Wir wollen also versuchen, dass wir so wenig wie möglich die Belastung erhöhen und haben deshalb PIC-Stationen, so heißen die, eine beschafft für den Landkreis Spree-Neiße an unserer Zweigstelle und einen Cottbus haben, um die Menschen dort systematisch dann Schritt für Schritt in den nächsten Monaten zu erfassen und dann danach mit Aufenthaltstiteln auszustatten. Wie versucht die Verwaltung, die Registrierung der Menschen so effektiv wie möglich zu gestalten? Und wir wollen versuchen, dass aus den 4 Behördengängen, die eigentlich zu erledigen wären für die Leute, nur 2 wären im Endeffekt. Also wir brauchen das Stadtbüro als Meldebehörde, da muss eine Anmeldung erfolgen, da gibt es eine Datenübermittlung, wir brauchen Freigaben aus Eisenhüttenstadt für die Menschen und danach dann die entsprechenden Erfassungen in der Ausländerbehörde. Und wir wollen das sozusagen systematisch aufbauen, wir bekommen dann, informieren uns über die Betreuer, die es gerade für die Menschen noch gibt und wollen dann zu jedem Zeit, also in den nächsten Wochen dann Leute einladen, um das, wenn wir sie einmal im Bereich haben, im Stadtbüro haben, im Rathaus haben, im Landkreis, im Landratsamt haben, dass sie an einem Zuge mehrere Dinge erledigen können. Welchen Zeitraum plant die Verwaltung für den Vorgang ein? In den nächsten 6 Monaten. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir über 1000 Menschen Cottbus erfassen müssen über die PIC-Station. Ein Vorgang dauert zwischen 30 und 60 Minuten, also alle Fingerabdrücke abnehmen und so weiter und so fort. Das muss einfach sein. Müssen wir realistisch sein, ein halbes Jahr wird der Prozess definitiv dauern. Welche Pläne hat die Stadt für die pädagogische Betreuung ukrainischer Kinder? Und wir brauchen durch die große Anzahl von Kindern und Jugendlichen, die mitgekommen sind aus der Ukraine, natürlich sehr viele Menschen, die Deutsch-Ukrainisch sprechen und Lehrer sind oder Erzieher sind. Und da haben wir mehrere Leute, die sich bereit erklärt haben, in diesem Bereich zu arbeiten. Und mit denen wollen wir beginnen, mit der ausländischen Bearbeitung, dass wir sie sofort mit den entsprechenden Titeln ausstatten, damit sie ihre Leistungen, die sie uns bringen, damit wir gemeinsam diese Krise managen können, gleich anbieten können. Dank der gelockerten Corona-Regeln kann die Stadtbibliothek Cottbus jetzt wieder mehr Veranstaltungen anbieten. Wieder gebucht werden können Formate wie die Bibliothekstouren für alle Klassenstufen. Neu aufgelegt werden auch die beliebten Aktionen zur Leseförderung. Dabei kommen neben den Mitarbeitenden der Bibliothek auch Känguru Krümel und Leseratte Emil zum Einsatz und veranstalten für die Kinder einmal im Monat spannende Leseabenteuer. Auch zu Ostern gibt es Ferienleseangebote. Mehr Infos zu den genauen Terminen und den Anmeldemöglichkeiten gibt es unter lernzentrum-cottbus.de. Alles neu macht der März, zumindest am Schloss Branitz. Gestern gab es dort nicht nur eine neue Bepflanzung im Venusbeet vor dem Schloss, die Stiftung stellte bei der Gelegenheit auch die neue Leiterin des Fachbereichs Park- und Denkmalpflege vor. Was ihre Pläne im neuen Job sind, erfahrt ihr jetzt. Gestern startete im Branitzer Park die Frühjahrsbepflanzung. Es war auch der erste Auftritt von Katja Pawlak. Sie ist die neue Parkleiterin und tritt damit die Nachfolge von Claudius Wecke an. Katja Pawlak hat zuletzt bei der Bundesgartenschau in Weimar mitgewirkt. Sie geht mit viel Elan in ihre neue Aufgabe in Branitz. Sie reizt vor allem das Zusammenspiel mehrerer Themen im Park. Diese Beschäftigung mit historischen
Gartenanlagen, die hat sich bei mir so entwickelt und diese Verbindung, dass man eben sowohl mit dem Garten als auch mit denkmalpflegerischen Aspekten, aber auch mit viel geschichtlichen Aspekten zu tun hat. Es geht ja auch immer um Herrschergeschichte, um Personen, die hier gewesen sind, um Künstler, um Gestalter. Also diese wunderbare Verbindung, die hat mich gereizt. Auch Dr. Stefan Körner ist froh, Katja Pawlak im Team zu haben. Der Leiter der Stiftung Fürst-Pückler Museum, Park und Schloss Branitz ist zuversichtlich, die Richtige für den Job gefunden zu haben. Wir sind stolz und froh, dass Katja Pawlak unsere neue Parkleiterin ist für den Fachbereich Gartendenkmalpflege und Park. Alle Belange, von den kleinen Zwiebeln bis zu den großen Parkarchitekturen, wird sie mit dem tollen Team im Auge behalten. Und wir haben sie gefunden über eine große Ausschreibung, über einen mehrstufigen Bewerbungsprozess. Denn der Branitzer Park braucht einen ganz außergewöhnlichen Parkleiter. Und da haben wir Frau Pawlak, glaube ich, als die Richtige gefunden. Katja Pawlak will gemeinsam mit ihrem Team die gute Arbeit ihrer Vorgänger weiterführen. Den Park sieht sie dabei als Ganzes. Ihr Fokus soll also nicht auf einzelnen Bereichen liegen. Ihr erstes Projekt soll etwa dem ganzen Park zugutekommen. Ich möchte mit meinen Mitarbeitern hier einen Gehölzentwicklungsplan auf den Weg bringen, sodass wir bei den ganzen Abgängen, die wir haben, dass wir die verzeichnen. Also welche Bäume sind durch Sturm umgebrochen, leider, welche Bäume haben wir verloren, dass wir das auch wieder alles nachpflanzen und dass wir zum Beispiel aber auch Sichten, die zugewachsen wurden, dass wir die auch wieder öffnen, sodass die Raumkompositionen, die der Park hat, dass die erhalten bleiben. Darüber hinaus wolle sie die Branitzer Baumuniversität weiter auf den Weg bringen. Zudem sollen einzelne Parkpartien wie die Schmiedewiese und der Pleasure Ground gartendenkmalpflegerisch untersucht und wiederhergestellt werden. In der Vorosterzeit bietet das Heimatmuseum Dissen wieder die Möglichkeit, sich in die Kunst des Ostereierverzierens einführen zu lassen. In kleinen Kursen kann man seine eigenen sorbischen Ostereier gestalten. An den 4 Samstagen vor Ostern kann von 14 bis 17 Uhr mit Nadel und Federkiel an den Eiern gearbeitet werden. Aber Achtung, die kunstvollen Muster auf den Ostereiern sind nicht nur Zierde, sondern enthalten oftmals kleine versteckte Botschaften, die es zu entschlüsseln gilt. Wer in einem der Kurse teilnehmen möchte, der meldet sich am besten unter der eingeblendeten Rufnummer an. Der Weltwassertag steht in diesem Jahr unter dem Motto Unser Grundwasser, der unsichtbare Schatz. Damit soll auf die Bedeutung dieser elementaren Ressource im Wasserkreislauf aufmerksam gemacht werden. Durch menschliche Einflussnahme und den Klimawandel ist das Grundwasser starken Belastungen ausgesetzt. Auch die LWG in Cottbus begeht den heutigen Tag des Wassers mit einem verantwortungsvollen Blick auf die notwendige Energiewende. Dieses und weitere Themen gibt es jetzt in den Kurznachrichten. Weltwassertag. Der Weltwassertag findet seit 1992 jedes Jahr am 22. März statt. Der Weltwassertag soll dazu genutzt werden, die öffentliche Aufmerksamkeit auf die kritischen Wasserthemen unserer Zeit zu lenken. So möchte sich auch die LWG für eine nachhaltige und moderne Wasserwirtschaft stark machen. Ihr Ziel ist es, den gegenwärtigen Anteil von selbst erzeugtem EEG-Strom von aktuell 50% weiter auszubauen. Parallel dazu setzt das Unternehmen auf die weitere Reduzierung des Energiebedarfs und Modernisierung ihrer Anlagen. Digitale Orte im Land der Ideen. Die Plattform Digitale Orte sucht Ideen, digitale Lösungen aus allen Bereichen des ländlichen Lebens, die umsetzungsstark sind, eine Vorbildwirkung haben und skalierbar sind, wie beispielsweise ein virtueller Marktplatz für die lokalen Versorger, ein Rathaus, das seine Dienste digital anbietet, ein Dorfchat, der den Zusammenhalt vor Ort stärkt oder ein digitales Gesundheitsangebot. Noch bis zum 4. April 2022 können sich Projekte und Innovationen aus Brandenburg unter www.digital-orte.de bewerben. Varianten zum Lärmschutz in Schlichow vorgestellt. In Schlichow wurden heute Varianten zukünftiger Gestaltung des Lärmschutzdammes am Ostsee diskutiert. Der Lärmschutzdamm wurde als Emissionsschutzanlage in Cottbus Nord errichtet. Mit Einstellung der Tagebauaktivitäten und Neugestaltung des künftigen Cottbuser Ostsees zu einem attraktiven Naherholungsgebiet soll bis zum Sommer diesen Jahres eine endgültige Entscheidung darüber gefällt werden, wie mit dem bestehenden Bauwerk weiter verfahren wird.
Geh über Los und zieh 200 Euro ein. Cottbus ist im Monopoly-Fieber. Wie hier auf dem Instagram-Account der BTU zu sehen ist, gab es am gestrigen Montag auf dem Altmarkt einiges zu erleben. Wir konnten uns aus dem Gefängnis freikaufen und waren mit dabei. Mehr dazu seht ihr morgen bei uns im Programm. Und damit sind wir für heute auch schon am Ende der Sendung angelangt. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Tschüss und bis bald. Die Schule ist fast geschafft, aber was kommt danach? Sie möchten Ihr Kind unterstützen, um den richtigen Beruf oder das richtige Studium zu finden? Dann nutzen Sie das umfassende Beratungsangebot Elterncafé am 22. und 23. März von 17 bis 19 Uhr. Als Partner mit dabei sind die IHK, die HWK, die BTU Cottbus Senftenberg, Netzwerk Zukunft und die Agentur für Arbeit Cottbus. Chatten Sie mit uns ganz bequem von zu Hause aus. So erleichtern Sie Ihrem Kind den Start in eine tolle Zukunft. Wir verbinden euch komplett. Mit Telefon, HDTV und Internet in Turbospeed. Mit bis zu 400 Mbit pro Sekunde. Jetzt 6 Monate gratis. Infos auf pure.com. Exklusivität bei Fiedermann in Cottbus. Ihre Hauptuntersuchung ist fällig? Sie wurden schuldlos in einen Unfall verwickelt und suchen einen Schadengutachter Ihrer Wahl? Dann gleich zur DEKRA Cottbus, egal ob mit oder ohne Termin. Entweder beim neuen DEKRA Prüfwürfel an der Jet-Tankstelle Lipetzka Straße 8 oder im Gewerbeweg 7. Nutzen Sie auch die Online-Terminvereinbarung unkompliziert und schnell. DEKRA in cottbus.de oder telefonisch unter 0355 87 73 0. Natürliche Ästhetik. Unsere Philosophie von Ästhetik bedeutet, die Natürlichkeit hervorzuheben. Die Müdigkeit wegzaubern, die Gesichtskonturen festigen, Falten zu reduzieren und eine schöne, gesunde Haut ausstrahlen. Jetzt Probefahren in Ihrem Autohaus Hertel und Söhne, Lamsfelder Straße 1 in Cottbus. Weitere Infos unter hertel-cottbus.de oder telefonisch unter 0355 4864 27919.
Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Für Könner und für Freizeitsportler. Ostsee-Sportspiele 2022.